einen dunklen Ton. Wenn man jetzt zum Beispiel hier einen Short sucht, das heißt hier verkauft, dass man die vorherige große Bewegung einzeichnet oder die kleine Bewegung und dann die Mitte davon nimmt und das dann für die Take-Profit-Setzung verwendet, wie man hier sieht. Also 50% sozusagen von der Bewegung. Wir werden ein paar Beispiele machen mit Einstiege, wie ich persönlich es am besten finde. Hallo Trader, herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es darum, wie man Zonen miteinander kombiniert. Und ich persönlich gehe davon aus, dass wenn du dir dieses Video angesehen hast, dass du praxisorientiert das Ganze verstanden hast, solltest du Fragen haben, einfach unten bitte die Kommentarfunktion nehmen. Sowie auch für Themen, für die du dich zurzeit interessierst und ein bisschen am Struggeln bist, wie man ja so schön sagt. Also fangen wir an, und zwar, es gibt immer diese drei Dinge, die ich persönlich wichtig finde für Indikatoren. Dazu wird noch ein separates Video kommen. Und zwar ist es das erste, das Volumen, beziehungsweise die Liquidität. Volumen, finde ich, ist immer so eine abgespeckte Sache, da es vier verschiedene Auftragstypen gibt. Also das heißt passiv einmal in Form von Limit Orders und einmal aktiv in Form von Market Orders. Und dann haben wir die Zeit und Bewegung. Wir schreiben uns das Ganze hier mal auf. Wir verwenden hier am besten dazu Paint. Das heißt, wir haben hier Volumen, Zeit und Bewegung ist das dritte. Schrägstrich Liquidität. So. Gehen wir hier auf. Machen wir zum Beispiel 50 rein und dann hier. So. Und ich persönlich finde wichtig, dass sämtliche Indikatoren sich darauf basieren sollten, bevor man andere. Also ein Indikator ist ja sozusagen eine Indikation. Es muss nicht von der Plattform berechnet sein, dass es, finde ich, eine Indikation ist, sondern eine Indikation kann auch, finde ich, sein, wenn man sich irgendwie eine Zone einzeichnet oder zum Beispiel alleine, wenn man eine grüne oder rote Kerze hat. Und ich persönlich finde es wichtig, dass man sich auf diese drei Dinge grundsätzlich diesen primären Fokus hat. Und alles, also so ist es zum Beispiel bei mir, dass ich alles, was ich habe, was ich verwende fürs Trading, sich auf diese drei Dinge fokussiere. Fürs Erste finde ich persönlich wichtig, dass man sich auf Price Action fokussiert. Und zwar, das ist, finde ich, eine wichtige Indikation dafür. Das heißt, um aktive Ablehnung oder Akzeptanz zu erkennen. Und dann bei den Plattformen gewisse Indikatoren dazu, also zusammengestellte Berechnungen, könnte man jetzt sagen, einfach verwendet, um das in Kombination zu verwenden. Das heißt, hier zum Beispiel haben wir den VWAP und hier haben wir einmal den Kerzenchart, dass man das versteht, wie ich persönlich das Ganze verbinde. Und alleine hier, das hier finde ich, ist schon extrem viel Information. Praxisorientiert werden wir uns hier diese drei Tage ansehen. Und zwar folgendes. Price Action muss nicht immer heißen, dass der Chart blinken und funkeln muss, sondern Price Action ist nichts anderes als eine grüne oder rote Kerze. Bei Märkten wie zum Beispiel beim Euro-US-Dollar oder dem S&P 500, da ist es so, dass alleine wenn eine kleine grüne Kerze entsteht, dass ich persönlich davon ausgehe, dass eine Privatperson dazu nicht imstande ist, vom Kapital her, da es sich um extrem viel Geld handelt, um die Märkte bewegen zu können. Und alleine wenn sich der Markt bewegen muss, das ist, wenn man sich mit der Thematik auseinandersetzt, es ist einfach ein Muss. Also es müssen Wertpapiere gehandelt werden, es muss Volumen entstehen, sowie auch Liquidität, sodass sich der Markt bewegt. Das heißt, alleine eine grüne oder rote Kerze ist schon eine Indikation, dass dort Volumen erzeugt wurde, beziehungsweise zum Markt hinzugefügt. Man kann sich das Ganze so vorstellen, also es gibt hier eine kleine Playlist, wenn du unter dem Kanal drauf gehst, da gibt es eine Playlist mit meinem Gesicht und da kannst du dir das Ganze ansehen, da erkläre ich das Ganze auch mit dem Limit Order Book, wie sich der Markt bewegt. Und das finde ich ganz wichtig, um als Fundament, um Indikatoren miteinander zu verbinden. Also ein Indikator zum Beispiel, dazu kommen wir noch zu einem anderen Video, ist hier der Volume Weighted Average Price. Das ist sozusagen, könnte man, finde ich, sagen, die Mitte der Bewegung. Und wenn man den nicht hat, finde ich persönlich den Moving Average in Ordnung. Oder zum Beispiel, wenn man den nicht hat, gibt es dazu eine andere Strategie. Und zwar ist es so, dass zusammengefasst jetzt für dieses Beispiel, wenn er jetzt in einer, wir machen hier das Ganze hier grün, so einen dunklen Ton. Wenn man jetzt zum Beispiel hier einen Short sucht, das heißt hier verkauft, dass man die vorherige große Bewegung einzeichnet oder die kleine Bewegung
und dann die Mitte davon nimmt und das dann für die Take-Profit-Setzung verwendet, wie man hier sieht. Also 50% sozusagen von der Bewegung. Wir werden ein paar Beispiele machen mit Einstiege, wie ich persönlich es am besten finde. Kurze Unterbrechung, und zwar starte ich persönlich einen eigenen YouTube-Kanal. Dieser Trading für Anfänger-Kanal gehört dem André, der ein guter Trading-Kollege von mir ist. Und über den neuen YouTube-Kanal wird es ebenso Videos wie hier geben, wo du mein Gesicht siehst, im Sinne von Trading für Anfänger mit einem Volumenprofil, Delta-Profil, Plunket-Charts im Sinne von, dass man sich eine Performance aufbaut, Schritt-für-Schritt-Anleitungen aus meiner persönlichen Hinsicht und Erfahrung. Das heißt, wenn dir solche Videos gefallen haben, wo du Videos mit meinem Gesicht drauf gesehen hast, dann würde es mich freuen, wenn du kurz hier pausierst, auf meinen Kanal drauf gehst, Tianrong Trading lernen und kurz ein Abo dalässt. Und dann viel Spaß weiterhin mit diesem Video. Diese Indikatoren zu verbinden. Und ich finde es auch wichtig, dass man so wenig Indikatoren wie möglich hat. Das heißt, der Kerzenchart alleine, finde ich, ist schon extrem viel, dass es wichtig ist, mit dem sich auseinanderzusetzen. Und dann finde ich, wenn man da die Richtung trifft, dass man dann sich noch einen Indikator hinzufügt, wie ein Moving Average oder ein VWAP. Ich persönlich finde den VWAP am besten. Jetzt ist die Sache, wenn man CFDs handelt, dass bei den CFDs keine Tickdaten berechnet werden können. Das heißt, dass man keine Einsicht auf das Volumen hat, obwohl es Indikatoren gibt, wie das Volumenprofil für den MetaTrader 4. Ich habe es jetzt noch nicht verglichen, ich weiß nicht, wie es dort aussieht. Was ich weiß, dass ich das hier ein bisschen verglichen habe bei TradingView mit dem VWAP, mit dem Volume Weighted Average Price. Das heißt, wenn man unter TradingView.com drauf geht, unter Indikatoren und hier VWAP einfach eingibt, dann findet man den hier sofort. Und ich würde mich da hieran orientieren und dann nebenher, wenn man mit dem Handy handelt oder zum Beispiel über den MetaTrader, da dann orientieren, wo da dann der VWAP ungefähr ist. Denn der hier finde ich sehr genau, ist sehr genau im Vergleich zu meinen Level-2-Daten. Ich bin bei Rhythmic, ich persönlich, und habe dort einen Non-Professional-Datenfeed für diejenigen, die das kennen, und finde, dass hier da die Abweichungen einfach nur extrem klein sind. So, also für den großen Chart finde ich das hier super. Also, wie man das Ganze verbindet, und zwar folgendes, habe ich dort ein Handelsfundament. Ich finde es immer ganz wichtig, dass man Schritt für Schritt aufbaut. Das heißt, erstmal zum Beispiel mit den Indikatoren, erstmal mit einem Indikator Erfolg zu haben. Das heißt, eine Grundierung hat hier zum Beispiel, solltest du die Playlist schon angesehen haben, andernfalls kannst du auch gerne hier pausieren, dir diese kurz ansehen und dann hier wieder einfach weitermachen, so bei Minute 6 bei dem Video. Dann ist, finde ich, es wichtig, erstmal hier zum Beispiel den Kerzenchart damit sich auseinanderzusetzen. Sich damit auseinanderzusetzen. Hier ist der 15-Minuten-Chart. Und damit erstmal die richtige Richtung zu treffen, sozusagen. Das Fundament ist es einfach, eine Kerze zu haben mit einer langen Lunte, in Kombination mit einer Indikation, basierend auf entweder hier zum Beispiel ist es der höchste Punkt des Tages oder der tiefste Punkt des Tages oder zum Beispiel gewisse Zonen, wenn man sich zum Beispiel hier, machen wir mal was ganz Einfaches, was Einfaches ist einfach, wenn wir uns zum Beispiel hier, wo machen wir ein Beispiel, um es so einfach wie möglich zu halten, dass es die meisten hier verstehen. Wenn er hier vom höchsten Punkt des Tages kommt einfach, wir haben hier ein Hoch, kommt wieder hin, dass man sich hier eine Zone außen einzeichnet, um hier oben den Short suchen zu können, sodass der eigentliche Stopp hier legen müsste, der Einstieg hier sozusagen, also von der Ebene her, nur halt hier rechts, dass man das auch übersichtlich erkennt, was hier auch gerade eine Farbe ist. Und bis hier unten, das heißt, wenn man hier den Stopp setzt, bis nach unten, dass das so das mindestens das Dreifache ist, finde ich in der Praxis so. Das ist alleine aus dem großen Chart, wenn man noch später einen zweiten zunimmt, das sieht es dann noch ganz anders aus, das ist dann eine ganze Neuwelt. Also eine eingezeichnete Zone, finde ich, ist dann hier sowas, das ist auch sozusagen eine Indikation. Und dann, wenn er da hinkommt, zum Beispiel mit einer langen Lunte, wie man hier sieht, unten schließt, das hier, finde ich persönlich, ist dann hier ein schöner Einstieg, Stoppsetzung hier oben. Und dann die Take-Profit-Setzung unten am VWAP, wenn man die nicht hat, wie vorhin als Beispiel gemacht, hier oben hin macht und dann hier sich so die Mitte einzeichnet. So, eine Indikation ist zum Beispiel auch hier jetzt für dieses Beispiel für die kommenden 3 Tage, die wir uns durchnehmen werden, ist auch die Zeit, wie vorhin erwähnt. Und zwar beim Euro-US-Dollar gibt es um 9 Uhr morgens den Londoner Open sowie auch um 14.20 Uhr einen Eröffnungskurs. Und da gehe ich persönlich davon aus, dass dort Bewegungen entstehen, weil dort die Börse aufmacht.
Und wenn wir uns das Ganze hier ansehen, so, ist er hier die ganze Zeit zickzackig gelaufen. Und hier, also wenn wir mal ganz nach rechts gehen zum Beispiel, wir gehen mal auf den Tag hier hin. Wir haben hier erstens hier den tiefsten Punkt des Tages hier. Dann haben wir hier den höchsten Punkt des Tages, wenn wir so um 8 Uhr am Rechner sind. 8 Uhr, 8:30 Uhr, 8:45 Uhr finde ich so am besten. Hier haben wir den höchsten Punkt des Tages. Kommt hin, das erste Mal berührt das hier, macht eine Lunte, die ist nicht lange im Referenz zu denen, aber wir können es kombinieren mit der Zeit, dass wir so gegen 9 Uhr morgens haben. Und deshalb finde ich es in Ordnung, hier dann einen Trade zu machen mit der Stoppsetzung hier. Im Intraday-Bereich ist es so, da habe ich mein Tagesrisiko, da weiß ich, dass ich so im Durchschnitt 3, 4 Trades habe. Wenn das Ganze miteinander nicht einstimmt, wie das jetzt gerade kommt, dann weiß ich, dass ich ungefähr 30, 40% von meinem Tagesrisiko riskieren kann. Ich persönlich gehe davon aus, grundsätzlich immer riskiert zu sein und mir einfach die Chance zu geben, weil ich davon ausgehe, dass keiner die Zukunft vorhersehen kann. Und wenn es passt, dass ich dann dazu bereit bin, so 50 bis 70% meines Tagesrisiko dann für ein Szenario, würde ich jetzt sagen, zu investieren. Das heißt, hier wäre das eine, um hier dann zum Beispiel Short zu gehen für mich, die Stoppsetzung hier zu platzieren, Zielsetzung, tiefster Punkt des Tages, wenn wir uns das hier ansehen, oder Moving Average reinmachen, in Kombination für die Take-Profit-Setzung. Das heißt, wenn von hier aus die Bewegung kommt, haben wir hier ungefähr die Mitte, wie man hier sieht. Also, es war jetzt hier so eine schräge Linie, wenn man sehen möchte, hier, dass man hier nicht so. Wenn man das hier auch so einzieht, ist, finde ich das hier so ungefähr diese Take-Profit-Zone, weil das hier so diese Mitte der Linie ist. Hier würde ich jetzt sagen, dass hier so die Mitte der Linie ist. Und wie man sieht, kommt er dann auch sogar dahin, bis zur Mitte der Bewegung, also 50%. Das heißt, wenn man VWAP hat, würde ich den allein nehmen. Wenn man den nicht hat, dann den Moving Average einfach und das in Kombination nehmen oder nur das alleine. Und wenn er jetzt zum Beispiel an dem VWAP, so tue ich persönlich das Handhaben, eine lange Lunte macht, und eine entgegengesetzte Bewegung. Ganz wichtig, diese zwei Dinge gegeben sind. Das heißt, hier hat er eine lange Lunte gemacht. Und ab hier finde ich eher wenig, es geht. Ab hier finde ich es noch in Ordnung, aber ab hier vor allem finde ich, war es das. Das heißt, im Sinne von hier. Also es muss auch, finde ich, auch Sinn machen, jetzt auch mit der Indikation Zeit. Wir haben hier jetzt um, hier war ja morgens, das heißt, wenn er hier so hält, die Bewegung macht und es nicht schafft bis zum VWAP und weiter nach oben geht, wie zum Beispiel so, dass ich persönlich davon ausgehe, dass es schwer ist, wieder zurückzuhandeln. So, das heißt, hier gehen wir zu einer Zeit, wo es Sinn macht. Ich finde so 8 Uhr, 8:30 Uhr morgens, wie zum Beispiel hier, haben wir so die Zeit. Das heißt, hier zum Beispiel schafft das nicht bis zum VWAP hin, geht nach oben. Da wir aber hier so gegen 9 Uhr haben, finde ich es in Ordnung, hier einen Short zu tätigen bis zum VWAP, einfach mal so riskieren. Zack, er geht hin. Gegebenenfalls oder da, hier so davor. Und wenn er dann hier eine Lunte macht, ganz wichtig, jetzt finde ich es immer noch so alles short, weil er vom höchsten Punkt des Tages kommt. Dazu gibt es ja eine Playlist dazu, wie schon auch gerade erwähnt. Und wenn er dann hier das so nach oben geht oder zum Beispiel jetzt sowas hier macht, ganz nach oben geht, das heißt in Kombination, also eine Lunte und die Bewegung weg. Eine Lunte an dem VWAP, an diesem Indikator, Mitte des Tages ungefähr und die Bewegung weg. Dass ich persönlich davon ausgehe, dass ich dort dann nicht mehr verkaufen möchte und dann eher abwarten möchte, so gegen 14:20 Uhr. Und wenn wir uns das dann ansehen, hat er hier dann ein paar Lunden gemacht, das war so gegen 12 Uhr mittags. Ich finde persönlich solche Trades 12 Uhr mittags ab und zu in Ordnung, aber wenn ich dann weiß, dass das passiert, dass ich mich dann da so fernhalte. Und hier 14:15 Uhr haben wir, ich gehe davon aus, dass es kein Zufall ist, wie man hier sieht, eine lange Lunte, hier ist der höchste Punkt des Tages und zack, geht er ab bis zum VWAP. Da vom höchsten Punkt des Tages kommt und dann die Bewegung runter macht in der Praxis, also der höchste Punkt oder der tiefste Punkt des Tages ist so eine primäre Indikation, finde ich, wo einfach schöne Trades stattfinden. Das heißt, wenn wir uns das hier ansehen, der höchste Punkt des Tages, hier unten haben wir den tiefsten Punkt des Tages. Da vom höchsten Punkt des Tages kommt, gehe ich persönlich davon aus, dass er bis hier unten idealerweise hinläuft. In der Praxis immer bis zur Mitte des Tages, das heißt bis hierhin. Das heißt, in der Praxis, wenn er hier schon mal gelaufen ist, dann würde ich mir einfach hier so eine Zone hier einzeichnen, wie zum Beispiel hier. Wie man sieht, ist er hier nach der roten Kerze nochmal runtergegangen die ganze Zeit und dann erst ging er hoch. Und dann, wenn wir uns das hier zum Beispiel einzeichnen, dann haben wir hier ein Hoch. Das heißt, hier kommt hier rein mit zwei Lunten, wie man hier sieht. Schließt hier unten, da finde ich auch einen schönen Short gut, also Verkaufen, Stoppsetzung hier hin, Take-Profit-Setzung, VWAP.
Wenn er ganz nah am V-Web ist, finde ich es in Ordnung, ein Tief zu nehmen. Das heißt im Sinne von hier zum Beispiel, das hier anzuvisieren oder sogar das Tagestief. So, ich würde mich eher weniger auf die Take-Profit-Setzung fürs Erste fokussieren, sondern erst später, dass man sich das Ganze ansehen kann, wie weit er dann so im Durchschnitt läuft. Und so bis 17 Uhr finde ich ja den Markt gut, aber hier zum Beispiel nach 18 Uhr, wenn wir uns das hier ansehen, wenn wir hier uns dieses Hoch hier einzeichnen alleine, auch mit der Indikation Bewegung zum Beispiel, um den Ausstieg zu finden, das heißt, er macht diese Bewegung hier nach unten, die kleine. Wir haben hier unsere Zone. Er macht hier eine Lunte rein. So, das heißt, in der Praxis wäre hier der Einstieg, die Stoppsetzung hier oben. So. Ganz wichtig, wegen der Bewegung, was wichtig ist, dass er von hier unten nach hier oben kommt. Und da haben wir dann hier reingegangen aus hier, ist dann diese Mitte. So. Und das wäre dann sozusagen hier diese erste Take-Profit-Setzung, könnte man so sagen. So, weil es einfach so nach 17 Uhr ist, da finde ich, kann man weniger so eine Bewegung erwarten. Genauso andersherum, das heißt, von hier ist hier diese Mitte sozusagen, oder wenn man von ganz unten zum Beispiel das hier einzeichnet, auch knallhart, wenn man den mal von dem Tag das hier nicht beobachtet, ist auch hier ungefähr diese Mitte, wie man hier so sieht, je nachdem. Ich würde jetzt so sagen, hier bei diesen drei Linien ungefähr, dass da so diese Mitte das hier ist. Man müsste sich das so jetzt ausrechnen. So, dann gehen wir zum anderen Tag. Und zwar hier. Das heißt, wir gehen hier wieder so um 8 Uhr morgens hin, 8.30 Uhr. Also ich finde es immer da, wo es Sinn macht. So finde ich, tut man diese Indikationen miteinander verbinden. Man kann auch hier bestimmte Berechnungen noch einfügen, Indikatoren, die ich gut finde. Dazu wird auch noch ein Video kommen. Wenn du bestimmte Themen hast, einfach kurz das Video passieren, unten in die Kommentare das Ganze reinschreiben. Und wir haben hier dann hoch, wie wir hier sehen, vom höchsten Punkt des Tages. Wir haben die Indikation Zeit schon wieder um 9 Uhr. So, hier eine lange Lunte, hat die gemacht, das heißt, ich finde dann hier ist ein Einstieg gut oder hier nach der kleinen roten Kerze, je nachdem. Und dann die Stoppsetzung hier, die Take-Profit-Setzung, den V-Web, da schon sehr nah am V-Web ist, würde ich eher so das Tagestief gegebenenfalls anvisieren, das heißt den tiefsten Punkt des Tages, das Tagestief war hier. Und wie man hier sieht, haben wir den tiefsten Punkt des Tages, so. Das wäre so diese Kombination mit den Indikatoren, wie ich die persönlich verwenden würde. So, wenn er jetzt hier genau hier das hier macht, das heißt, er hier solche Lunden macht, wie schon erwähnt, dass er dann dazu tendieren kann, so eine entgegengesetzte Bewegung zu machen. Wichtig finde ich es, dass man dort die Bewegung sieht in Kombination mit der Lunte am V-Web und nicht nur die Lunden. Das heißt, dass er hier gehalten hat, das heißt, hier zum Beispiel haben wir Lunden oder zum Beispiel, dass er hier so einen kleinen Zickzack hier gemacht hat. Und dann diese Bewegung. Das heißt, objektiv finde ich bis hierhin, dass das Ganze noch short sein kann, das heißt, auf Verkaufen aus ist. Sobald er aber über dieses Hoch hier drüber schießt und dann noch eine Lunte hier unten gemacht hat, ganz steil hochgeht, wie hier jetzt, wenn man da jetzt sieht, dass es noch short geht, finde ich das in der Praxis auch in Ordnung. Jeder Mensch sieht die Welt mit anderen Augen. Finde ich persönlich auch ganz wichtig, dass man das im Hinterkopf behält. Aber wenn er dann hier nochmal so ein höheres Tief gemacht hat, ganz offensichtlich, und dann nochmal nach oben geht, das heißt, wenn diese Kerze hier geschlossen ist, dann finde ich persönlich, war es das mit Shortsuchen. Das heißt, wenn man Indikatoren miteinander verbindet, finde ich persönlich ist ganz wichtig, nicht immer alles zu handeln, was man sieht, nur weil er in eine Richtung gehen kann, dass es ein qualitativer Trade ist. Sondern, dass man gerne das, was man sieht, gerne kennen möchte, gewisse Bewegungen identifizieren, um dadurch gewisse Chancen zu haben, um diese beurteilen zu können, um sein Risiko konstant und effizient managen zu können aus der Praxis. Und dass man dadurch dann die Entscheidung machen kann, ob man dann sich darauf fokussieren möchte, ob man den Markt analysieren möchte oder sozusagen der Trader zu sein, um Ausführungen zu tätigen zu können und sein Risiko zu managen. So, das Ganze basiert sich sozusagen auf meine persönliche Meinung und Erfahrung. Ganz wichtig. Hier haben wir den 27. Wir gehen mal hier oben 8.30 Uhr morgens drauf. Tiefster Punkt des Tages. Hier war der tiefste Punkt des Tages. Macht ihr eine Lunte im Referenz zu der vorigen. Und das hier ist es hier eine lange Lunte. Geht bis zum V-Web. Fertig. Geht wieder bis zum tiefsten Punkt des Tages hin. Macht eine lange Lunte. Geht wieder zum V-Web. Sowie auch bis zum höchsten Punkt des Tages bis hier oben. Und wie man sieht, macht er hier sogar einen kleinen Rücksetzer hier hin. Weil ich davon ausgehe, dass es extrem starke Levels sind. So, wenn er jetzt so steil wieder, jetzt geht er hier so steil wieder hoch, hat aber hier jetzt keine Lunte gemacht,
Wenn er das so ist, dann finde ich persönlich, ist es eine schöne Sache zum Beispiel, dass wenn er wieder hochkommt und wieder eine lange Lunte macht, das hier in Referenz zu dem hier ist eine kurze Lunte, in Referenz zu dem hier ist es keine kurze Lunte. Und dann würde ich das Ganze hier so vergleichen und danach sehen, wo er dann wieder die lange Lunte macht. Und wo er eine lange Lunte macht, haben wir wieder hier. Das heißt, wenn wir uns das Ganze hier einzeichnen, und zwar so, dann sehen wir, dass wir hier eine Zone haben, er vom höchsten Punkt des Tages kommt und eine Lunte reingemacht hat. Das heißt, hier wäre der Short, hier wäre die Stoppsetzung, hier wäre die Take-Profit-Setzung. Und so würde ich die Indikatoren miteinander kombinieren. Ich hoffe, dass du auf diesem Video etwas entziehen konntest. Lass es mich über die Kommentarfunktion wissen, was dich zurzeit interessiert, wo du gegebenenfalls zurzeit hängst und genau, was für Videos gerne du sehen möchtest. Und vor allem auch bitte, ob du dich eher über den PC handelst oder übers Handy, ob du gerne zurzeit Swing Trading betreibst oder Day Trading, ganz wichtig für die kommenden Themen, die du sehen wirst. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Tag, gute Trades, JT out.